Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Blade & Soul. Neuer Tag, neue Session und ja, ich möchte durch die Nebelwälder mit euch diesmal. Ah, diese Musik. Ich habe hier schon die ganze Zeit ganz leise und flüsternd zugehört, wo ich ein bisschen meinen Kaffee geschlürft habe. So, auf geht's. Wir haben noch etwas zu tun. Wir müssen Informationen beschaffen und das werden wir auch tun. Der Speer hat anscheinend wahrscheinlich keine, oder doch? Von den Verrätern. Ja doch, die müssen eigentlich welche haben. Schauen wir mal. Nicht wundern, ich habe das Spiel natürlich eben erst gestartet. Aber gucken wir mal, was wir hier so killen müssen. Aber dafür läuft es eigentlich relativ gut. Jetzt schon. Lassen wir uns überraschen. Jawohl. Hau ab. Verräter. Sehr gut. Ihr habt einen neuen Questgegenstand erhalten. Oh ja, wir haben die Befehle. Oh, und die Musik ist so episch. Ja, ui, können wir nicht, ja, das Versprechen ist, in einer Geheimschrift gesprochen, geschrieben, whatever. So, was müssen wir noch machen? Wir müssen an die Nester, an die Eier, ne, gehe ich mal stark davon aus. Oh. Okay, und ihr habt was dagegen. Kann ich verstehen. Ich hätte auch etwas dagegen, wenn man mir hier meinen Nachwuchs klauen würde. Aber so muss es leider sein. Ist für unsere Aufgabe. Wir sollen drei Hornschnabel, wie auch immer, ja, Eier organisieren. Das war natürlich jetzt nicht so schlau. So, kommt ja immer eine Mama runter, ne? Jetzt wissen wir's. Fürs nächste Mal. Das heißt, hier oben müsste auch jetzt gleich eine Mama runterkommen. Oder auch nicht. Doch, sie kommt. Wunderbar. Eigentlich müsstet ihr nicht mehr daran glauben, aber... ja. Tut mir leid. So, und zu guter Letzt müssen wir hier unten noch irgendjemanden killen. Lass mal eben gucken, was haben wir denn? Aha, die Bestienzähmer und beschafft die Aufklärungsberichte der Söldner. Bestienzähmer? Wie genial. Ich mag das ja immer sehr. Oh. Das ist interessant. Irgendein Tiger des Südens ist aufgetaucht. Müsste PvP sein. Zumindest im PvP-Gebiet. Zumindest glaube ich es bis dato. Jawohl. Haben wir die auch schon mal? Hast du auch einen Bericht dabei? Nee, hat er leider nicht. Oh ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das war gestern so Wahnsinn. Mit der Geschichte um allem drum und dran. Jetzt möchte ich auch unbedingt gerne wissen, wie es halt nun mal dann zu guter Letzt endet. Ist ja klar. Ist ja klar. Ich bin natürlich noch nicht so ganz fit auf den Beinen. Weil, man muss ja auch dazu sagen, ich war ja ziemlich lange wach. Und, habe natürlich auch schon angefangen, die ersten Videos zu bearbeiten. Und, wenn mich nicht alles täuscht, dann hatte ich jetzt, glaube ich... ach, lass mich nicht lügen. Also, ungelogen... ich hatte, ich glaube, 5 Stunden Schlaf und danach wurde ich leider unsanft geweckt, aber es war nicht die bessere Hälfte, keine Sorge. Sie trifft diesmal keine Schuld. Aber was tut man doch nicht alles für so ein schönes Spiel, ja? Sehr gut. Und noch mehr Pläne. Ja, aber es geht weiter, es geht weiter. Wir sind ja jung, wir halten das noch durch. Und jetzt geht's mal schnell zurück wieder. Zu unserem, ja, ich wollte gerade sagen, Bambusdorf, zu unserem Baumhaus. Und wenn wir da auch gut durchkommen sollten, was eigentlich ziemlich danach aussieht. So, dann müssen wir mal gucken. Wir haben auch das letzte Mal Huren besiegt, das ist sehr schön. Und da oben haben wir den Hauptmann der Talos-Söldner-Bestien. So, so. Den müssen wir bestimmt dann auch irgendwann noch umhauen. Ich hoffe, wir schaffen den auch alleine. Sonst haben wir natürlich ein kleines Problemchen. Aber ich meine, wir haben mittags, wir sind bestimmt nicht alleine hier unterwegs. Und da gucken wir dann gleich mal in aller Ruhe. Weil die Kiste habe ich natürlich noch nicht geöffnet. Und in dieser Kiste
befindet sich selbstverständlich ein ganz besonderer Gegenstand, damit wir nämlich unseren Ring weiterentwickeln können. Deswegen wollte ich noch eben fix die Aufgaben machen. Ich erinnere mich nämlich gerade daran. So, dann gehen wir nämlich einmal nach oben und andere Leute sind auch hier. Das ist sehr schön. So, wo ist denn unsere Kiste? Da ist sie nämlich. Da ist nämlich drinne der Fleischfresser, was das auch immer sein soll. Prozentual. Ist das ein Tier? Ich weiß es nicht. So, ein Schlüssel. Und wir bekommen einmal ein kritisches Bagua des Söldners. Sehr gut. Was hat's denn? 71 Crit. Das ist okay. Da werden wir hier mal irgendwie hier so ein Bagua opfern. Damit wird der Crit auf 93 bis 122 erhöht. Oder, wenn es nicht gelingt, plus 18... Na, gucken wir mal. Hat sich sogar in dem Sinne verschlechtert. Schade, ne? Kommt vor. Nicht oft, aber ab und zu. So, den Ring von Horen, den werden wir auf jeden Fall einmal entsiegeln mit der Hong Moon Entsiegelungstalismane. Und wenn wir nämlich jetzt alle Materialien dabei haben, können wir nämlich zum erwachten infernalischen Ring Phase 6 aufsteigen. Bitte. Nice, das ist sehr schön, damit ihr es nämlich mitbekommt. Und jetzt brauchen wir nämlich schon den Ring der Sirene. Ach du Jemine. Ja, da müssen wir mal gucken. Haben wir denn eigentlich genug versiegelter Halsschmuck aus Mondwasser? Lass mal eben kurz ans Lager gehen. Genau. So, pass mal auf. Erstmal möchte ich, dass du die Ringe hier an dich nimmst. Was haben wir denn hier? Guck mal hier, 12 Stück. Ja, nehmen wir doch mal die Halsschmuckdinger hier. Was ist das denn? Gummer, die Sternenklinge. Aha, okay. Interessant, interessant. Jetzt werden wir die mal hier opfern. Und, ach du Jemine, das reicht ja gar nicht, ne? Der versiegelte Ring... Den werden wir noch mit dabei legen. Kostet uns das schon 93 Gold. Ach, 93 Silber, vor allen Dingen Gold. Machen wir dennoch mal. Mal gucken. Teilweise Verstärkung. Ja, sehr, sehr erfolgreich. Sie kommt sehr erfolgreich, bitte. Jawohl. Jawohl. Ja, immerhin. Das hat sich schon gelohnt. Natürlich verbessern wir das ganze gute Stück hier, damit wir noch stärker werden. Was haben wir denn noch hier Schönes? Dringende Opferung. Nehmen wir hier die mal. Ich glaube, das müsste reichen, wenn wir die letzten 4 Stück davon nehmen. So, dann schmeißen wir die hier noch hinein. So. Sehr schön. Ja, und so geht es weiter. Ein Stein der Verwandlung aus Mondwasser. 50 Seelensteine und natürlich dann das besondere Naryu-Silber. Diesmal in der epischen Version. Und selbstverständlich brauchen wir nämlich den Ring der Sirene und das bekommen wir aus dem Versorgungslager der schwarzen Ramma. Ja, der Ramme. Ramma. So, sehr schön, sehr schön. Dann mal eben kurz hier wieder ins Inventar zurückgepfeffert, was wir halt zu guter Letzt nicht brauchen. Sieht soweit ganz gut aus. Dich müssen wir verkaufen, so oder so. Ich schmeiße dich jetzt einfach mal hier so in die Mitte, damit ich das nicht vergesse. Und das können wir aber eigentlich auch direkt jetzt schon machen. Zack, weg bist du nämlich. Achso, wie viele haben wir? 30 haben wir. Oh, lass mal eben kurz gucken. Berufe, ich hätte gerne... Oh, guck mal hier, 20. 20 Heiltränke. Dafür bräuchten wir den wilden... Ja, Ginseng. Ich glaube, ich spreche es falsch aus. Keine Ahnung, was es sein soll. Aber stell uns doch mal hier noch einmal her, ne? Wir sind ja jetzt schon überall auf... der Kreditwürdigkeit 4. Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Aber fleißig die Berufe gelevelt. Und jetzt weiter zu den Aufgaben. So, ich hoffe, du hast jemanden, der uns das Schreiben da, ne, übersetzen kann. Das ergibt für mich keinen Sinn. Es muss im Code des Einsatzkommandos geschrieben sein. Ja, und jetzt? Konzentrieren wir uns auf die Rekrutierung. Ugum finden wir schon. Na, 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 wie was? Ihr müsst doch jemanden haben, der so einen Code, ne... Gehen wir in den Südwesten zur verlassenen Stratos-Basis. Was soll was im Südosten? Was soll dort sein? Dort ist jemand, dem wir vertrauen können. Verlasst euch auf mich. Ja, wie, warte mal. Er sagt Südwesten, wir sagen im Südosten. Wo denn jetzt? Naja, komisch, komisch. So, wir müssen die Palisaden irgendwie etwas wieder was machen. Dafür kriegen wir 5 Heiltränke, das nehmen wir natürlich gerne mit. So, und hier einmal abgegeben. Gibt's aber ein bisschen... So, was möchtest du denn? Täglich Boss brauchen wir nicht. Das ist nämlich natürlich neuer Tag, ne? Neue Daily. Da müssen wir nochmal Horen umhauen. Das machen wir natürlich nicht. Wir flitzen mal eben hier rüber. Und dann müssen wir mal gucken. Ach so, wir müssen doch wirklich nach Südosten. So, dann gib mal die 5 Bällchen. Dankeschön, ja. Die habe ich gerne. So, auf geht's.
In ein neues Gebiet. Es geht wirklich hier runter, ne? Zur verlassenen Absturzstelle. Ein belagertes Lager. Eieieiei. Ja, ich bin wirklich jetzt neugierig, wie es weitergeht mit der Hauptstory. Deswegen, ihr müsst verzeihen. Aber da müssen wir halt jetzt durch. Das ist schon ein bisschen episch, gerade wegen der Musik. Also, die ist so schön gemacht. Und, ist schon gut. Ist schon gut. So, was müssen wir machen? Hi. Ah, das hat es natürlich gebracht. Müssen wir hier die Speer umhauen? Oder die Söldner? Sieht zumindest danach aus, dass wir hier die Speer, ne? Speersöldner brauchen. Na klasse, wenn da auch keiner reinläuft, dann bringt mir das gar nichts. Aber nun gut, wir haben genug hier. Wie viele soll man umhauen? Wie, jetzt steht's gar nicht dabei. Ah doch, hier. Och, 7 Stück. Na, kommt der Rest auch noch? Sehr gut. Die nächsten bitte. Jawohl. Oh, da ist er ganz schön am Rumfuchteln da, du. Mach das mal lieber nicht, du könntest dich verletzen, mein Guter. Sehr schön. Ja, so wie es jetzt aussieht, müssen wir anscheinend auf Respawn warten, ne? Ich meine, es ist nur so ein kleiner roter Kreis, so ein kleines Gebiet. Ich weiß ja nicht, ob wir hier oben vielleicht noch einen hätten. Ansonsten... Ach, wer sagt's denn? Haben wir alle. Perfekt. Und damit können wir direkt weiter. Achso, wir müssen wieder zurück ins Baumhaus. Da werden wir aber jetzt nicht hingehen, um die Aufgabe abzugeben. Für diese 5 Heiltränke. Nee, nee, nee. Auf keinen Fall. Das machen wir nicht. Wir gehen weiter. Richtung Süden jetzt. Aber das klingt interessant. Die Palisaden der himmlischen Zuflucht. Ach du Jemine. Schön. Einmal ab ins neue Gebiet. Oha. Und er sagt, wir können hier jemandem vertrauen, ja? Erstmal durchs feindliche Lager, würde ich mal sagen hier. Die Vorpostenwache der Armee. Natürlich der Talus-Armee. Aber ich hoffe, wir werden hier nicht gesehen. Doch, wurden wir. Ja. Mach du mal da deinen Sprungangriff, meine Gute. Wir müssen auch ein bisschen auf unsere Energie achten. Was nämlich auch noch wichtig ist, ist hier in den Nebelwäldern für die späteren Instanzen. Wir lernen nämlich den Luftspurt und den Wandspurt, glaube ich, so müsste es heißen. So, dass wir Wände hin hochklettern können. Und ja, vieles andere noch mit dabei. Alter Freund, wie ist es euch ergangen? Ja, gute Frage, ne? Der gute General steht hier. Ist das wie also ein Freund, dem wir vertrauen können, ja? Ah, ihr seid am Leben. Dies ist General Hou Zhao von der Stratos-Armee. Er diente einst unter meinem Vater Du Jung. Er hat mir das Leben gerettet. Dann... Nun gut. Vor 30 Jahren, als ich noch ein kleiner Junge war, half er mir, dem Chaos zu entfliehen, welches das Hochland zerstörte. Obwohl er selbst nicht viel älter war, zog er mich auf, bis ich alt genug war zu dienen. Da hatte Talus bereits seine Unabhängigkeit erklärt. Aber was hat die Stratos-Armee dann hier verloren? Die ersten Soldaten von Stratos strandeten hier, als ihr experimentelles Luftschiff abgeschossen wurde. Aha. Bei dem Wrack gründeten sie einen Außenposten, der den Krieg überstand. Doch die Verderbtheit der Hochland-Nekropole... Klar. Seit damals kämpfen sie hier gegen die Talus. Hou Zhao schickte mich fort, damit ich mir hier ein anderes Leben aufbauen konnte. Ob er damit einverstanden ist, was ich aus mir gemacht habe? Gute Frage. Fragen wir ihn, oder? Es sieht hier nicht gut aus. Ich wage gar nicht zu fragen, wozu ich hergekommen bin. Könnt ihr mit ihm sprechen? Natürlich. Können wir natürlich auch verstehen, ne? Wart ihr Du Johans Geleit? Warum riskiert ihr euer Leben für einen Fremden? Naja, weil wir im Namen vom Widerstand kommen. Dem Widerstand helfen? Pah, ja. Schaut euch doch um. Unsere Truppen sind umzingelt. Untote auf einer Seite, Talus auf der anderen. Naja gut, aber wir könnten euch auch helfen.
Wo war die himmlische Zuflucht, als ich um Hilfe bat? Keine unserer unzähligen Nachrichten wurde beantwortet. Vielleicht hat der Widerstand genau wie die Talus zu viel Stolz. Und Dojohan hat sich den angeschlossen. Ihm möchte ich helfen, doch meine Truppen reichen nur zur Verteidigung dieses Außenpostens. Der Krieg ist vorbei, unsere Pflicht nicht. Naja, aber solange die Talus halt hier nur mal an Macht haben, so ist auch dein Freund in Lebensgefahr, ne? Ihr seid nicht dumm. General Dojung beauftragte mich, seinen Sohn zu beschützen. Eben. Ich muss mich an meinen Eid halten, aber meine Soldaten nicht. Also kommst du mit? Ich habe eine Bitte an euch. Ich kann meine Männer nicht guten Gewissens verlassen, während Lebende und Untote sie angreifen. Mhm. Sichert unseren Fluchtweg und sammelt die Gebeine unserer Gefallenen ein. Dann können wir gehen. Meine Soldaten verdienen eine ordentliche Bestattung. So soll es sein. Gebt Acht. Das Versprechen, der Skelettsoldat. Ja, täglich Finsternis, sehr schön. Und zwei Spieler, okay, weitaus Schlimmeres. Nun gut, so soll es sein, so soll es sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wo gehen wir als erstes hin? Ich glaube erstmal runter zu den Untoten, ne? Zur verlassenen Absturzstelle. Ja, gucken wir mal. Wir müssen, denke ich mal, uns ein paar Skelette hier ranholen. Schauen wir mal, 4 Stück, das ist doch schon mal nicht schlecht. Sieht doch gut aus. Was bist du denn? Hör mal, stinkender Priester. Jetzt konnte ich natürlich gerade nicht ausweichen. Schade. Komm hier, opfer dich mal. Ja. Jetzt ist aber Schluss mit lustig. Wo kam denn der bitte her, sag mal? Das war bestimmt auch eine Aufgabe. Jawohl, er ist hops. Ja, wir sind so richtig im Gebiet, ne? Nein, Leichenzecke. Hau ab. Nee, ich will dich nicht. Nee, keine Lust. So, Überreste einsammeln. Ja, man merkt doch endlich mal, auch wenn wir halt hier ein bisschen überlevelt sind und mit dem Equip eigentlich ziemlich gut dastehen, gleichgestellt sind. Es ist doch gar nicht so einfach, ne? Hi. Haben sie cool gemacht, ne? Schöne Location. So, ein blauer Gegenstand. Das finde ich doch prima. Ein Halsschmuck aus Mondwasser. Jawohl. Was? Du schon wieder? Nee, ich will dich nicht. Hau ab, du Zecke. Eine Leichenzecke. Das muss man sich mal vorstellen. Wie, jetzt stehen die hier alle auf? Okay. Was soll's? Kommt mal alle her hier. Da machen wir es halt anders. So, gib die Überreste her. Wir haben Soldaten. So, jetzt lass mal gucken. Wir brauchen natürlich noch mehr Überreste und ja, kriegen wir alles hin. Ja, genau, steh mal auf, kriegst du direkt die Bombe an den Kopf. So, Evola. Aber ich glaube, das war nicht alles. Wir brauchen noch irgendwo. Ja, hier haben wir noch eine. Ja, ist mir egal, wenn du aufstehst. Ich will hier, jawohl, an das Ding dran. Ob du willst oder nicht. Unverschämtes, untotes Vieh. Wohl, können die eigentlich unverschämt sein? Ich weiß es nicht. Ich meine, sie sind eh untot. Oh, wer bist du denn? Ein Skelett? Was? Nee, ich will nicht. So, damit bist du schon mal Geschichte. Und du natürlich auch direkt. Oha, da kommt hier so ein Skeletthauptmann. Aber der hat auch gezählt. Jetzt sind wir fertig hier. Sehr gut. Ja, hallo Julia. Da würde ich schon mal sagen, laufen wir nach oben. Wir müssen natürlich jetzt noch ein bisschen gegen die Talus-Armee kämpfen. Das werden wir dann auch machen, wenn wir hier unbeschadet wieder hoch ins Lager kommen. Das war auf jeden Fall schon mal die verlassene Absturzstelle.
Sehr schön, sehr schön. Die Untoten sind schon mal ein bisschen eingedämmt, aber das war es noch nicht. Und den Rest sehen wir dann das nächste Mal. Bis dahin.